Hallo und herzlich willkommen bei Wohin am Wochenende und das Neueste von Ostbayern HD. Brrr, gerade ganz schön ungemütlich da draußen. Und da wir leider nicht warten können, bis die Sonne rauskommt und goldenes Herbstlicht verbreitet, habe ich mich heute in die Kaminecke begeben. Na, die letzten Tage gut rumgebracht? Zeitumstellung, Halloween, Allerheiligen, Reformationstag und schwupps, ist die Woche schon wieder rum. Und das Wochenende steht vor der Tür. Wie die Zeit vergeht. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Letzte Woche haben wir euch ja auf die Weihnachtsausstellung im ACC in Amberg hingewiesen. Und wer diese verpasst hat, hat jetzt nochmal die Gelegenheit. Und zwar in Schwandorf in der Oberpfalzhalle. Ach, bei der Gelegenheit. Wenn ihr einen Weihnachtsmarkt veranstaltet oder ein Event wie die Weihnachtsmesse und das hier durchgesagt haben wollt, dann hier unsere Adresse. Ein bisschen was Zünftiges gefällig geht auch, und zwar am Sonntag im Restaurant Miesberg in Schwarzenfeld. Dort spielt die Musik, und zwar die Bayerisch-Böhmische. So nennt sich die Veranstaltung der Musikkapelle in Schwarzenfeld. Bayerisch-Böhmischer Blasmusikabend. Die Musiker freuen sich darauf, das von Dirigent Josef Lobenhofer zusammengestellte Programm in gewohnter, gemütlicher Atmosphäre ihrem Publikum präsentieren zu können. Mit Klassikern der Blasmusik, neuen Melodien, Humor und Gesang. Und was zum Essen und Trinken gibt's da natürlich auch. Ist ja schließlich kein Kammerkonzert. Was sich sonst noch so ereignet, das seht ihr hier neben mir. Ihr habt sicherlich schon gesehen, da neben mir steht der Laptop. Den brauche ich ab und zu auch mal zum Spicken, weil es recht hilfreich ist. Aber nicht nur deswegen, sondern da habe ich nämlich gerade die Seite vom Ostbayern-Kurier offen. Wer up to date bleiben will, dem ist die mal empfohlen. Neben allen Themen, die im Print und bei uns besprochen werden, gibt es da jeden Tag eine Menge an Meldungen, Artikeln und Infos aus ganz Ostbayern. Die postet die Online-Redaktion übrigens auch auf Facebook. Ja, und uns gibt's da auch, mit den aktuellsten Videos und natürlich einen Link zu unserer Mediathek. Da sieht man dann auch derzeit zum Beispiel, wie wir Herbstwandern waren in Ramschbau. Die Bäume schimmern prächtig in ihrem herbstlichen Laubgewand und die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Es ist ein goldener Oktobertag und wir sind in Ramschbau. Gerhard Beseneder hat zur Wanderung um das Golddorf herum geladen. Und auch wenn die ca. 6 Kilometer lange Strecke keine besonders große Herausforderung für die etwa 30 Teilnehmenden darstellt, so waren doch alle sehr beeindruckt von der wunderschönen Landschaft und den tollen Geschichten, die Herr Beseneder zu berichten hatte. Seit 2014 bietet er bei Juratours geführte Wanderungen durch das Riental an. Und 2017 hat er darüber auch einen Wanderführer geschrieben. Wer also selbst mal das Regental und seine Sehenswürdigkeiten bestaunen möchte, kann sich diesen anschaffen. Wanderführer Regental nennt sich das Buch, oder bei Juratours eine geführte Wanderung mitmachen. Was? Das war's schon für die Woche? Naja, kein Wunder. Wochenende, Feiertage, Brückentage, stille Tage. Naja, erst die Novemberwoche halt. Aber wie ich bereits von der Produktion erfahren habe, ist die Atempause zum Jahresendspurt bereits nächste Woche vorbei. Also, bis dann, Servus!